Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation für absolute Meditationsanfänger. Und diese Meditation ist natürlich auch dann für dich, wenn du schon seit einiger Zeit meditierst, wenn du dir aber bei ein, zwei Dingen vielleicht noch nicht ganz sicher bist. Denn in diesem Video zeige ich dir, wie du auf eine smoothe, entspannte Art und Weise einen powervollen Einstieg in die Meditation findest. Und zwar so, dass du innerhalb von kürzester Zeit deine ersten Fortschritte und Erfolge mit der Meditation erzielen kannst. Und bevor wir voll und ganz einsteigen, eine Bitte, lass mir für dieses Video einen Daumen nach oben da, auch wenn du mehr zum Thema willst. Und ganz wichtig, abonniere den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, so dass du eines meiner täglichen Videos auf dem Kanal hier zu sehen bekommst. Während ich dir hier auf deiner Meditation begleite, werde ich dir immer wieder auch ein paar Anmerkungen machen, wie du in Zukunft, wenn du alleine meditierst, am besten meditierst. Also wie du auch ohne diese geführte Meditation für dich selbst meditieren kannst. Denn Meditation ist erst dann etwas wirklich Powervolles, wenn es zu einer Gewohnheit in deinem täglichen Leben wird. Lass uns jetzt direkt anfangen. Wir fangen an mit der Sitzhaltung, mit der Meditationshaltung. Begib dich dazu in eine bequeme und gleichzeitig aktive, idealerweise Sitzposition. Du kannst dich entweder in den Schneidersitz setzen, du kannst dich auf einen Stuhl setzen. Achte darauf, dass dein Rücken gerade ist, dass dein Oberkörper aktiv ist. Also lehn dich nicht einfach nur so zurück, sondern aktiv. Eine aktive Sitzposition hilft dir dabei, mit deinem Fokus im Hier und Jetzt zu bleiben. Eine inaktive Sitzposition oder eine Liegeposition unterstützt, dass du während deiner Meditation abschweifst oder vielleicht sogar einschläfst. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen schließen. Es ist kein Muss, dass du deine Augen schließt. Es hilft dir, deinen Fokus nach innen zu lenken, aber Meditation bedeutet nicht, dass du deine Augen geschlossen halten musst. Also, du kannst auch mit offenen Augen meditieren. Probier am besten aus, was für dich gerade am Anfang am besten funktioniert. In dieser geführten Meditation empfehle ich dir, deine Augen geschlossen zu halten. Also schließ deine Augen und du kannst jetzt noch einmal deine Sitzposition etwas korrigieren. Spür mal in deinen Körper hinein. Schau mal, wo kannst du deinen Körper wahrnehmen? Schau mal, wo zwickt es vielleicht noch, wo ist die Kleidung nicht wirklich passend sitzend? Wo merkst du vielleicht irgendwo ein Kribbeln oder einen Schmerz? Oder vielleicht bei deinen Beinen, wenn du im Schneidersitz sitzt, dass es jetzt schon irgendwie unbequem wird? Also finde eine Position, in der du die nächsten 5 bis 10 Minuten entspannt sitzen kannst. Und indem du das tust, sind wir schon auf dem Weg zu dem ersten essentiellen Meditationsschritt, nämlich zu einer Körpereinfühlung. Körpereinfühlung bedeutet, unseren Fokus in den Körper zu bringen. Verweile jetzt mit deinem Fokus in deinem Körper. Spür deinen Körper. Spür deine Körperempfindungen. Spür deine Gefühle. Indem du das tust, werden deine Gedanken automatisch weniger und du kommst zurück ins Hier und Jetzt. Schau jetzt einmal, wo dein innerer Fokus dich ganz automatisch hinzieht. Vielleicht zu bestimmten Körperstellen, bestimmten Körperempfindungen. Entweder Körperempfindungen, die sich gut anfühlen oder auch welchen, die sich nicht so gut anfühlen. Und fühle diese. Schau einfach mal, was ist jetzt gerade in diesem Augenblick da, und zwar ohne es zu bewerten, ohne dir zu denken, ich sollte doch entspannen. Nein, schau einfach nur, was ist jetzt gerade da. Und ganz automatisch wird es am Anfang immer wieder passieren, dass du in deinen Kopf, in deinen Verstand hineingehst. Wenn das passiert, nimm auch das einfach nur wahr. Stelle fest, jetzt bin ich schon wieder in meinen Gedanken. Denke ich gerade über irgendetwas nach oder ich bin gerade abgeschweift und stell einfach nur fest, okay, ich bin gerade abgeschweift und bring deinen Fokus wieder in deinen Körper und schau, wo
dein innerer Fokus dich automatisch hinzieht zu welchen Körperempfindungen und Gefühlen. Folge jetzt deinem inneren Fokus. Folge einfach nur den Ereignissen in dir, die gerade auf ganz natürliche Art und Weise passieren. Du musst nichts kontrollieren, du musst nichts erzwingen. Beobachte einfach nur, was jetzt gerade in dir passiert. Immer du jetzt gerade in dir mit deinem Fokus bist, bring deinen inneren Fokus einmal ganz bewusst auf deinen Brustkorb, auf die Mitte deines Brustkorbes, auf dein spirituelles Herz und spüre, was ist jetzt gerade da. Vielleicht kannst du deinen Herzschlag wahrnehmen, vielleicht kannst du ein Gefühl der Enge wahrnehmen. Vielleicht fühlt es sich eingeengt an. Vielleicht fühlt es sich aber gut an. Und vielleicht kannst du gar nichts fühlen. Was auch immer du gerade wahrnimmst, oder wenn du vielleicht sogar schon wieder in Gedanken bist und abschweifst, stell einfach nur fest und bring dich immer wieder sanft zur Mitte deines Brustkorbes zurück. Die Mitte deines Brustkorbes dient in dieser geführten Meditation und auch wenn du selbst meditierst, als ein hervorragender Ankerpunkt. Ankerpunkt bedeutet, dass du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus in deinem Körper an einem Punkt verankerst. Auf diese Art und Weise merkst du sehr viel einfacher, wenn du abschweifst, wenn du wieder in Gedanken in die Zukunft oder in die Vergangenheit entfließt und wann immer du das feststellst, kannst du deinen Fokus einfach wieder auf die Mitte deines Brustkorbes, auf dein spirituelles Herz zurückbringen. Normalerweise, wenn wir meditieren und nicht nur wenn wir meditieren, dann wollen wir uns ständig auf eine ganz bestimmte Art und Weise fühlen. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen entspannen. Die meisten Menschen denken, dass Meditation Entspannung bedeutet. Aber Achtung, das stimmt nicht. Im Kern bedeutet Meditation einfach nur zu beobachten. Zu beobachten, was jetzt gerade in diesem Augenblick da ist, ohne es zu bewerten, ohne dagegen anzukämpfen, ohne eine Lösung, eine mentale Lösung für bestimmte Dinge zu finden. Wenn wir im Kern von Meditation sprechen, dann geht es darum, einfach nur mit dem zu sein, was jetzt gerade ist. Bereite dich nun mental darauf vor, gleich für einige Minuten in einen Zustand des Seins einzutauchen. In einen Zustand, in dem du dir selbst erlaubst, so zu sein, wie du jetzt gerade bist. In einen Zustand, in dem du einfach nur beobachtest, in dem du einfach nur wahrnimmst. In einem Zustand, in dem du dich selbst so sein lässt, wie du jetzt gerade bist. Nimm jetzt noch einmal
3 bis 4 ganz tiefe, bewusste Atemzüge, bei denen du entweder durch deine Nase oder auch durch deinen Mund tief einatmest und wieder voll und ganz ausatmest. Tief einatmest und wieder voll und ganz ausatmest. Nimm jetzt noch einen letzten tiefen und bewussten Atemzug. Bring nun deinen Fokus auf die Mitte deines Brustkorbes zurück und für die nächsten 3 bis 4 Minuten versuche auf eine sanfte Art und Weise deinen inneren Fokus auf diesen Fokuspunkt in dir verweilen zu lassen. Anstatt dich selbst fertig zu machen und klein zu machen, dich über dich aufzuregen, freu dich, dass du erkannt hast, dass du jetzt gerade wieder einmal abgeschweift bist und bring deinen Fokus sanft auf deinen Brustkorb zurück. Fang jetzt damit an. Wo auch immer du jetzt gerade mit deinem Fokus bist, bring deinen Fokus zurück auf die Mitte deines Brustkorbes. An dieser Stelle kann ich dir jetzt schon einmal sagen, toll gemacht. Was auch immer während dieser 10 Minuten passiert ist,
ist gar nicht so wichtig. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt einordnen in, heute war eine gute Meditation, oder heute war nicht so gut. Wenn wir von Meditation sprechen, dann haben Worte wie gut oder schlecht keine Bedeutung. Denn im Kern bedeutet Meditation einfach nur, wir nehmen wahr, was jetzt gerade ist, ohne es zu bewerten. Wir meditieren nicht, um uns besser zu fühlen oder zu entspannen. Wenn wir regelmäßig meditieren, werden wir uns automatisch besser fühlen und wir werden uns automatisch mehr entspannen. Wenn wir den Erfolg einer Meditation allerdings davon abhängig machen, wie entspannt wir waren oder wie gut wir uns gefühlt haben, dann treten wir in eine Falle, in der die meisten Meditierenden ganz, ganz lange stecken bleiben. In eine Falle, die uns nicht weiterkommen wirft, die uns immer wieder zurückhält. Wenn wir einfach nur mit dem sind, kommen wir in einen ganz natürlichen Zustand des Seins zurück. Nimm jetzt zum Abschluss dieser geführten Meditation noch einmal deinen Körper als Ganzes wahr. Schau mal, wo geht dein innerer Fokus automatisch hin? Und bedank dich bei diesem Teil. Und dann schau mal, nachdem du dich bedankt hast, kannst du dem Teil sagen, danke. Danke, dass du mich auf dich aufmerksam gemacht hast. Und dann schau nochmal, wo geht dein Fokus als nächstes hin? Und auch hier wieder, bedank dich. Und zu guter Letzt, bedank dich einmal bei dir selbst. Bei dir selbst dafür, dass du dir die Zeit für diese geführte Meditation genommen hast. Bei dir selbst dafür, dass du endlich angefangen hast, Meditation zu einer Gewohnheit zu machen. Und wenn du Meditation noch viel, viel mehr zu einer Gewohnheit machen möchtest, verlinke ich dir hier mal noch zwei sehr wertvolle Playlists. Eine Playlist mit meinen geführten Meditationen und eine Playlist mit Meditationstipps für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich freue mich, dass du hier warst. Vergiss natürlich nicht, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.